Hallo liebe Eltern und ein liebes Hallo an alle da draußen, die sich wieder für das Thema Kinderfüße und Kinderschuhe interessieren. Diesmal möchte ich jedoch zu einem ganz ernsten Thema mal Stellung beziehen. Und zwar, wer schon mal durch die nächstgrößere Innenstadt gelaufen ist, hat es vielleicht schon mitbekommen, nämlich das allgemeine Sterben der Fachgeschäfte geht los. Nicht nur, dass also große Ketten schließen, oder Schließoptionen haben. Es betrifft die kleinen Händler ganz genauso. Beziehungsweise, sage ich mal so, wenn die große Kette schließt oder deine Filialen dezimiert, wird natürlich dann mitunter auch der kleine Fachhandel wieder etwas mehr Beachtung geschenkt. Wir bekommen das zum Beispiel auch in den letzten Tagen und Wochen extremst zu spüren. Und gerade wer mal einen Blick in die Leipziger Innenstadt geworfen hat, wird feststellen, dass mindestens alleine 2, 3 große Anbieter an Schuhgeschäften jetzt mit einmal fehlen. Diese hatten vielleicht auch mal noch 1, 2 Kinderschuhabteilungen gehabt. Und diese suchen jetzt sozusagen, ich sag mal so, die Attraktivität der Innenstädte büßt auf jeden Fall einiges ein. Und dann hat man natürlich wieder dieses Manko, wo dann sagt, wo wenden sich jetzt Eltern hin, die wirklich mal einen ordentlichen Schuh suchen, einen qualitativ hochwertigen Schuh suchen und die jetzt nicht unbedingt jetzt den Seelenheil beim Discounter suchen würden. Ne? So, deswegen haben wir jetzt das Problem, dass wir gerade mit unseren beiden Filialen, wie sagt man so, sehr gerade ans Limit ankommen. Was für den einen gut ist, ist für den anderen wieder ein schlecht. Was mich bloß immer mit stört bei der Diskussion, dass dann immer wieder gesagt, komm, wir gehen nicht, die wollen kein Geld verdienen. Es geht nicht darum. Wir sind Beratungsgeschäfte oder ich führe 2 Geschäfte, wo wir ausschließlich mit Beratung arbeiten. Wir messen Füße aus, weil wir wollen, dass Kinder mit ordentlichen Schuhen durch Leipzig laufen. Und demzufolge möchten wir uns auch die Zeit dafür nehmen. Das heißt, wenn Sie sich die Zeit dafür nehmen, nehmen wir uns auch die Zeit für Sie und möchten Sie dann natürlich auch mit unserer Aufmerksamkeit beschenken und dass wir dann auch natürlich auf Wünsche eingehen können, dass wir sagen können, warum passt der Schuh besser, warum der nicht. Alles andere, wer keine Beratung möchte, der darf gerne in die Geschäfte gehen, wo man die Verkäuferin sozusagen sucht oder die Verkaufsberaterin. Dazu gehören wir aber leider nicht und demzufolge muss ich leider immer wieder appellieren, durch die veränderten Verkaufsgewohnheiten unserer lieben Mitmenschen ändert sich jetzt auch die Handelslandschaft, damit natürlich auch, ich sag mal, unsere Ansprüche an unsere Kunden, seid bitte so lieb, macht eine Terminvereinbarung, gebt nach Möglichkeit auch an, ob 1, 2 oder 3 Kinder kommen, weil das können wir besser planen. Das wäre super toll von euch. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Spontankäufe sind immer willkommen, aber wir können es manchmal einfach nicht mehr abdecken. Hintergrund ist natürlich der, ich sage mal, beide Geschäfte, die ich habe, sind jetzt nicht riesengroß. Wir sind keine Supermärkte in dem Sinne. Wir sind die kleinen familiären oder kleinen Fachgeschäfte, die das auch leben. Und demzufolge haben wir natürlich keine großen Hallen. Deswegen auch wieder hier, bitte Terminvereinbarung. Seid so lieb, haltet euch dran und ihr werdet mit offenen Armen empfangen und wir machen euch mit in puncto gut sitzenden Kinderschuhen richtig glücklich. Das wäre super toll, das ist meine Bitte an euch. Es ist nicht mehr so, wie es noch vor 2, 3, 4 Jahren war. Alles ändert sich und demzufolge natürlich auch das Fachgeschäft an der Ecke, hoffentlich nicht. Denn durch den Zuspruch, den wir haben, bin ich da sehr optimistisch, dass wir das doch die nächsten Jahre meistern werden. Danke.